Hallo Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Ihr seht schon, heute geht's hier um den Hook, denn da war gerade ein Hook in der Technik. Falls ihr es gesehen habt, habt ihr ein schnelles Auge. Nein, genau darum geht's heute. Eigentlich wollte ich einen Uppercut und den Hook machen, aber der Hook hat selber so viele einzelne Themen, auf die ich eingehen will, dass es ein Video heute nur um den Hook geht. Quasi Special Hook Video am Start heute. Und darum geht's jetzt alles nach dem Intro. Was ganz wichtig ist hier anzumerken, ist es, dass wir zwar auch Kampfsport ausüben, aber hauptsächlich ein Selbstverteidigungskonzept sind. Was heißt, dass wir den Hook bei uns nicht so schlagen, sondern so schlagen, ja? Warum, weshalb, wieso? Ich verlinke mal oben in der Infobox ein Video, dann brauche ich nicht alles doppelt erklären. Habe, glaube ich, schon gefühlte 1000 Videos darüber gemacht. Schaut einfach mal da rein, dann gehen wir nämlich hier direkt weiter, grätschen gar nicht zu sehr in andere Themen. Ganz wichtig ist es jetzt von vornherein, wenn ich einen Hook schlage, ja, dass ich den sowohl mit der Führhand als auch mit der hinteren schlagen kann. Also ich kann hier stehen. Ganz wichtig auch wieder, nicht die hintere Deckung vernachlässigen. Ja, passiert den Leuten noch häufiger als beim Jab und Cross, dass sie nämlich beim Hook ihn noch lieber runterziehen und vor allem, dass sie ihn Hook nachher so Mortal Kombat-mäßig erst hier runterziehen und dann hier hochkommen, anstatt ihn einfach oben direkt zu schlagen. Ganz wichtig ist, das habt ihr gerade schon gesehen, beim Hook nicht zu sehr mit der Schulter auszuholen. Ja, wenn ich hier stehe, raste ich eigentlich ein, whoop, und starte dann mit dem Rumpf den Rest. Raste ein, mit dem Rumpf den Rest, raste ein, mit dem Rumpf den Rest. Ja? Ein Filmhook, der wird weit ausgeholt. Das soll nämlich der Zuschauer sehen, okay? Aber wir sind kein Film. Wir sind eine effektive Selbstverteidigung, die auf der Straße funktionieren muss. Und ein Hook soll bei uns zwischen einer Geraden kaum zu unterscheiden sein. Deswegen arbeiten wir hier, hier, okay? Ich arbeite hier raus, ich arbeite hier raus. Nochmal hier vom Sandsack, andere Perspektive. Ich steuere quasi gerade und gehe dann in den Hook rein und falle dann mit dem Rumpf ein, okay? Das ist ganz, ganz wichtig bei uns, wie wir einen Hook effektiv schlagen. Nicht aus dem Arm, sondern vielmehr aus dem Körper. Ganz wichtig auch bei uns im SWS ist es, dass wir den Ellbogen über das Handgelenk setzen. Das heißt, hum, hum, nicht so. Ja? Folgendes, ist eine Doppeldeckung da, streift ihr am Unterarm. Bäb. Ja, wenn hier der Unterarm ist, kommt ihr nicht durch. Hier kommt ihr durch. Boom, boom. Ganz wichtig. Auch natürlich ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir einen Hook schlagen, ist es mit der Führhand oder mit der Rückhand, dass wir in einer Distanz sind, die auch Hook möglich ist. Ja? Ich schlage keinen Hook, wenn ich so weit wegstehe. Wie soll ich denn so einen Hook schlagen? Der ist erstens meilenweit zu erkennen und zweitens wird er von hier wieder vollkommen aus dem Arm gezogen. Wenn ich jetzt hier einen Hook machen würde, kommt er gar nicht ran. Deswegen ist ein Hook eine Nahdistanzwaffe. Okay, die wir zum Beispiel, wie aus dem vorigen Video, mit einem Jab Cross vorarbeiten können, um dann einen Hook zu starten. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Deswegen schlagt ein Hook nicht vom Weiten, da haben wir auch noch einen speziellen Hook, da kommen wir aber gleich noch zu, sondern ein Hook ist nah. Das heißt, wenn ich hier bin, ja, hat der Gegner uns umklammert oder. Das heißt, ich bin hier, hier, bin hier. Ja, und er darf nicht großartig ausgeholt werden, nicht runterfallen lassen, nicht runterfallen lassen. Ganz, ganz wichtig. Bei der weiten Distanz beim Hook, okay, da haben wir bei uns, das kommt aus dem JKD, aus dem Jeet Kune Do, dass wir dann einen Knuckle-Hook schlagen. Das heißt, mit diesen Knöcheln hier stehen wir nämlich hier. Boom, boom, boom. Und sieht auch wieder aus wie eine Gerade. Ich mache nicht hier osmanische Backpfeife mäßig, sondern ich stehe hier. Boom, boom, okay. Das ist für die weite Distanz. Wenn ich hier stehe, hier. Oder wenn ich hier stehe, hier. Okay, das ist meistens auch gar nicht so effektiver Treffer. Natürlich setzt er auch effektive Punkte voraus, aber hier geht es gar nicht um die Effektivität, sondern hier ist es meistens ein Öffnen oder ein Drawing. Das heißt zum Beispiel, Attack by Drawing ist typisch Jeet Kune Do, dass wir den Gegner gerade verleiten, Fehler zu machen. Das heißt, wenn ich hier stehe und dann die richtigen Hook schlagen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe ein Knuckle-Hook geschlagen, Knuckle-Hook, also mit den Knöchel, Knuckle-Hook, kam dann mit einem Cross, Jab und dann mit den richtigen Hooks rein.
Okay, das war für mich quasi, da kommen wir auch noch später zu, eine Bridge. Bridge sind ganz wichtig, um Distanzen zu überbrücken. Von der Weiten in die Nahe, okay, wenn ich einen Hook schlagen will. Das heißt, hiermit überbrücke ich mit meinem Knuckle-Hook jetzt und dem Cross meine Distanz und komme dann in die Bridge rein für die Hooks. Auch natürlich ganz wichtig sind auch wieder die Stände bei dem Hook, ja. Natürlich in der Two-Line, gerade beim Hook noch wichtiger als beim Jab und Cross, ja. Dass wir in der Two-Line stehen, um auch Balance bei unserem eigenen Hook zu haben, aber ihn auch richtig raushauen zu können, okay. Ganz wichtig ist es, wenn ich jetzt vorderen Hook hau, dass ich meine vordere C-Spitze benutze. Das heißt, schwumm, seht ihr? Bam, da komme ich rein. Ich bin hier, bam, okay, bam. Beim hinteren ist es auch wieder der hintere. Quasi wie beim Cross, nur als Hook. Boom, okay, boom. Beim vorderen, boom, 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 boom. Auch ganz wichtig, sehe ich immer ganz oft falsch bei Pratzenübungen, dass die Leute vor dem Aufprall weglaufen. Was ich damit meine, heißt, wenn ich jetzt hier stehe, schlagen viele einen Hook und gehen dabei in die Richtung. Das heißt quasi, ich bremse meinen eigenen Schlag ab und schon wird er hier abgebremst. Anstatt, wenn ich jetzt meine vordere Spitze mitnutze, boom, dann gehe ich nämlich mit voller Kraft auch hinein, weil meine Masse ja mitkommt. Ja? Ihr erinnert euch an den Boxautomaten? Ganz wichtig, Masse mit in den Schlag setzen. Da ist nämlich der K.O. drin und nicht von hier aus von dem Schlag weglaufen. Ja? Wir wollen ihn ja unterstützen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Comments und auch nicht vergessen, meine anderen Social Medias zu verfolgen. Snapchat, Facebook, Insta, Links sind immer hier unten irgendwie alle am Start. Oder es kommt da so eine Faust reingeschossen, dass die meisten sich immer erschrecken. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich in der nächsten Serie wieder. Und ja, ich würde sagen, ich probiere mal nochmal einen Kick, so Tony Jaa-like, nämlich so ein Roundhouse doppelt ohne Absicht. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.